Mahlzeit Leute, Knochen wieder hier. Heute fahre ich Tazze. Tazze oder die Tazze? Ne, das Tazze eher. Flugabwehrfahrzeug. Rang, nee. Die Ränge sage ich immer, aber man sieht es hier. Rang 2 bei den Japanern. Battle Rating 1.7. Die Typ 100 HET, die nehme ich raus. Denn die sind für mich mit die schlechteste Munition hier. Ich nehme die Standardmunition und die Typ APT hier. 100 APT, das wird die beste Munition und damit habe ich auch die meisten Panzer zerschossen. Muss ich mal ganz ehrlich, ganz unverhohlen sagen. Jetzt habe ich leider nicht mitgeteilt, wie schwer das ist, aber es wiegt glaube ich nicht viel, so 5 Tonnen oder ein bisschen weniger. Ist verhältnismäßig schnell und ja, ich hoffe, heute geht's ab hier. Und ja, er geht schon ab hier. Also, ich habe jetzt ein paar Runden gemacht und die lief verhältnismäßig gut. Das ist natürlich blöd, weil der Feind ist eigentlich nicht der am Boden, sondern aus der Luft. Derjenige welcher. Und da wurde ich schon oft komplett zerschossen von oben. Und das ist natürlich halt blöd. Ich hätte ja gern, dass hier gar keine spielergesteuerten Flugzeuge mehr unterwegs sind, so wie ganz am Anfang. Aber das wird wohl nicht passieren. Viele haben sich so dran gewöhnt hier mittlerweile. Leider. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten, dass man irgendwie KI-gesteuerte Bomber irgendwie rufen kann. Und dementsprechend auch Abfangjäger, aber das ist hier nicht das Thema. So, wir haben hier nur einen Punkt hier. Mal gucken, ob ich da irgendwie. Es ist mir aufgefallen, dass auch, wenn angezeigt wird, dass man nicht penetrieren würde, ziemlich guter Schaden gemacht wird, wenn man halt dementsprechend raufballert, weil wirklich in alle Winkel die Schrapnelle fliegen. Letzten Endes dafür sorgen, dass der Panzer dann doch hochgeht. Also ich habe es wirklich selten gehabt, dass ein Panzer nicht hochgegangen ist. So, ich werde mich tatsächlich erstmal so darauf konzentrieren, hier die Flugzeuge runterzuholen. Ich hoffe ja, dass es ein paar werden, sonst habe ich irgendwie meine Aufgabe verfehlt. Kommt der auch? Ne. Artillerie habe ich auch schon frei, der kommt nicht her hier. Doch, jetzt. Auch ganz schön abschätzen hier. Wir haben einen Treffer, aber er geht nicht runter. Jetzt. So, dann haben wir den ersten. Dafür jetzt schon zweimal Artillerie frei, aber ich sehe noch kein gegnerisches Fahrzeug, also wüsste ich jetzt nicht, wo ich hinschmeißen soll. Ich sehe, dass es hier links und rechts doch recht gut abgeht. Ja. Wenn ich jetzt länger nichts sehe, dann fahre ich sowieso vor. Ich will ja auch irgendwie noch nützlich sein. Mit einem Flugzeugkill ist man nicht sonderlich weit oben in der Liste. Naja, immerhin. Auch nicht ganz unten. Nee, ich will jetzt. Ich will auch nicht so weit vorfahren. Es ist schwierig, wenn ich hier einen Treffer abbekomme, bin ich normalerweise hinüber. Ist ja klar, das ist ja hier wirklich nicht. Ja, es ist ein, sagen wir, ein Fahrzeug aus Metall, so könnte man sagen. Ja, natürlich ist es Stahl, aber so von der Wirkung her ist es ein Fahrzeug aus Metall. Und es ist auch eins der wenigen Fahrzeuge, mit dem ich eigentlich normalerweise kein Flugzeug fliege, wenn es dann verfügbar ist. Es sei denn, ein Bomber, das ist eine Ausnahme. Und ansonsten gehe ich so nicht in die Luft. Ich weiß, jetzt ist gerade nicht viel los, aber ich bin mir sicher, da kommt noch was. Ich will halt nur vorsichtig sein, ich will dieses Fahrzeug nicht verlieren. Beziehungsweise so lange wie möglich haben. So, dass jetzt kein Gegner in die Luft ging. Ich muss natürlich gucken, was kann ich hier machen. Dahin, da hatte ich doch was. Diese Karten sind immer schwierig natürlich, wenn man dementsprechend empfindliche Fahrzeuge fährt. Weil ja wirklich hinter jeder verdammten Ecke irgendeiner lauern kann, den man jetzt noch nicht sieht. Also langsam vorgucken hier. Ich nehme den mal mit hier, das Schlachtflugzeug. Weil Schlachtflugzeuge sind, also die haben ja oft eine Bombenlast. Und das habe ich auch eingesehen. Oh Gott, ich wollte, sieht mich nicht. So, tatsächlich eine Stuka bekommen.
Das ist ein SBA. Schwierig, wenn man nur eine Bombe hat, darf man die natürlich nicht versemmeln hier. Das Ding hier. Ja, und Tase, Typ 94 sehe ich da. Okay, wieder einen weg. Nehme ich natürlich den Typ 94, denn es ist das am schlechten gepanzerste Fahrzeug hier und auf dem Feld. Und kann ich mir richtig. So, oh. Stirb. Jetzt. Ist ja blöd, wenn man den nicht irgendwie ins Visier kriegt. Will mich jetzt auch nicht wegknallen lassen hier von dem. Jetzt sehe, jetzt, so, wenn ich das jetzt so sehe, dann wüsste ich natürlich, ich schieße erst dann und dann. Ja, wenn natürlich aber dieser scheiß Baum davor ist, ist das eine andere Sache. So, also ich komme jetzt ein bisschen vor hier. Ha! Ah, hat sie erledigt. Denn hier noch einer, oh mein Gott, ich habe da noch so viel Munition übrig. Ich habe ja auch schon ein Match gehabt, genau dieselbe Karte, genau mit demselben Fahrzeug und dieselbe Seite, wo ich letzten Endes hier in der Nähe, da hinter dem Hügel, glaube ich, alleine rumstand, der letzte Spieler war. Scheiße, Artilleriefeuer, schnell weg. Da kriegt man ganz böse Aua in so einem schlecht gepanzerten Fahrzeug. Hier vorne sind sie. Wir müssen irgendwie das Blatt hier wieder wenden, sonst wird das nichts. Mit dem Sieg! Ja, ich bin heute ein bisschen entspannter, mein Gott. Eigentlich bin ich auch ziemlich müde, lange gearbeitet. Das Übliche halt. Ja, wenn man so ackert wie ein Tier. Nee, heute bin ich wirklich ein bisschen müde, also auch Winter. Und ich habe auch wenig geschlafen. Scheiße, wenn natürlich nicht viele Flugabwehrfahrzeuge hat und gut positioniert und nicht viele gegnerische Flugzeuge in die Luft gehen. Ja, ich muss mich irgendwie vorsichtig nach vorne fühlen. Ich guck mal auf die Minimap, wie sich die Fahrzeuge bewegen, die gegnerischen. Ob sie irgendwann so in meine Richtung kommen würden. Beziehungsweise achte ich auch drauf, dass sie mich nicht irgendwie einkesseln. So, hier, da kommt hier eine dumme Sau, du. So, ich glaube, das wird jetzt was. Ja, mit einer Abschusshilfe. Schöne Scheiße. Ich hätte ihn noch kaputt gekriegt, aber man verballert halt dementsprechend Munition, ne? Was ist denn da? Ich habe gerade gesehen, wie auf der Minimap da einfach bei A reinrast. Alleine. Gegen fünf von unseren, ey. Oh, der ist auch weg. Oh. Ich wollte gerade dahin fahren, wo der zerschossen wurde. Jetzt gibt es schon viele Flugzeuge hier. Das wird nichts. Also weiter. Ich muss jetzt 88 irgendwie runterkriegen. Okay, ich höre die Bomben. Das heißt natürlich Arrivederci hier. Schnell weg. Okay, der hat sich natürlich so blöd abgeworfen. Was hätte er da treffen sollen? Geht die vielleicht auch noch runter hier. Scheiße. Scheiße! Fuck you, man. So.
weise darauf hin, dass ich ja ein Flakfahrzeug bin und jetzt also nicht darauf aus bin, hier über den Panzer zu zerfetzen. Aber wenn es natürlich jetzt sich hier anbietet, ja, dann mache ich das auch. Batterie frei. Das ist auch Tasse. Ich hab den gesehen. Komm raus. Na gut, wir haben wieder gecapped. Wird doch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kills gemacht. Ne, 6 Mal glaube ich noch nicht, aber ich glaube 4, 5. Ich muss selber aufpassen wegen diesem blöden Tasse da. Ja, so wird es natürlich nichts hier. Jetzt sehe ich da auch keinen mehr. Hier ist gleich einer. Da ist Tasse. Yehi! 5. Jetzt habe ich meine 5. Und ich glaube, das war es jetzt auch eigentlich hier. Sieht so aus, als hätten wir gleich gewonnen. Oh, der da hin. Ja. Oh, Bomber. Abschusshilfe. Hey, na, immerhin. Heißt natürlich, ich war nützlich. Und wenn man nützlich ist, ist man doch immerhin nicht unnützlich. Unnütz. Obwohl, unnützlich gibt es das Wort. Naja, glaube ich, muss man wieder die Schule besuchen. So, ja, das war's jetzt hier, glaube ich. Die Geschwindigkeit austesten hier. Ja, das wird hier nichts. Sieht auch noch gar nichts aus. Und wie man sieht, ist einfach nur eine fette Kanone. Die verkehrt rum. Obwohl, ich weiß nicht, ob die verkehrt rum ist. Die sieht aus, als wäre sie verkehrt rum, aufgrund des Magazins, weil es halt oben rausguckt. Ja, und eigentlich eine schöne Runde. Relativ kurz. Siebter, ich gucke jetzt mal die Statistik an hier. Zerstörte Bodeneinheiten, stimmt, einen hatte ich mit einer Bombe weg und zwei Flugzeuge zerstört, Abschusshilfen. 5 Stück, immerhin. So. Modifikation. Ja, wie gesagt, nur die obersten, also Standard und die Typo HET. Ne, APT nehme ich. Die HET habe ich nicht genommen. Dann ist für mich halt, wie gesagt, unsinnige Munition. Und wenn ihr es ausprobiert, dann werdet ihr mitkriegen, da kriegt ihr gar nichts mit kaputt. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Bei was auch immer ihr zockt. Wir sehen uns demnächst, beim nächsten Video. Haut rein. Tschüss, tschüss. Bis dann.